Kein Thema. In keinem Ablassbereich ist es bezeichnet. Keiner von uns hat es je gesehen. Und doch gibt es dieses Land. Nordland. Umgeben von großen Eisbergen und kleinen Eishügeln gibt es friedlich und von Unmengen von Schnee bedeckt irgendwo inmitten des riesigen Eismeeres. Hier lebt Kiki Kugelblitzer mit ihren zwei weltallerbesten Freunden Lukas dem Eisbären und Konrad dem Pinguin. Kiki träumt von einem Abenteuer. Ihrem Abenteuer. Als eines Tages die Fremden, von denen ein gewisser Jonas Kupferstein nach Nordland kommt, gestohlen wird, stecken Kiki und ihre Freunde dann plötzlich und wirklich mitten in einem echten Abenteuer. Nordlands war gestohlen. Was nun? Jonas Kupferstein segelte schon längst wieder zurück in seine Heimat und mit ihm sein Liebesgut. Der Eiskristall. Doch dämlich genug wandte sich durch die Tat ein Unheil an, das weder Kiki noch ihren Freunden in ihren kühnsten Fantasien angefallen wäre. Als das Nordland zu schmelzen beginnt und Jonas Heimat Feuerland gefühlt, das Schicksal leider Lebensräume in Kikis Händen. Wagemütig tritt sie mit ihren Freunden das Abenteuer an, den Eiskristall zurückzuerobern.